Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nein, ich bin nicht Daniel Dyer. Der ist heute als Kameramann auf meiner Beifahrerseite, weil wir nehmen ein ganz wichtiges Video auf, nämlich wir nennen das Video mal jetzt erstmal, man muss ja mal einen Arbeitstitel haben, bis man den endgültigen Titel hat. Das erste Mal im Bikepark OE. Wir fangen an ganz klassisch mit der Anfahrt im Auto. Idealerweise hört man natürlich Musik, das machen wir jetzt nicht, damit ihr mich verstehen könnt. Und wir kommen quasi aus Richtung Köln-Gummersbach, sind von der Autobahn abgefahren, sind vielleicht auf dem Weg in einen kleinen Bikepark in Schmallenberg, der sehr schön ist, bei Greenhill, oder wir sind auf dem Weg nach Winterberg. Aber was liegt denn vorher auf dem Weg, bevor man nach Winterberg oder Ruhrlied, wo man auch hinfährt, wo fährt man da vorbei? An welchem Kreisverkehr? Daniel, wo fährt man vorbei? Am Bikepark? Olpe. Genau, am Bikepark OE fährt man vorbei in Olpe. Und das zeigen wir euch jetzt. Jetzt kommt der Kreisverkehr, wo ihr das erste Mal Obacht aufpassen müsst. So, wir nähern uns dem Kreisverkehr. Natürlich mit der erlaubten Geschwindigkeit von 70 km/h. Und dann sehen wir rechts Skigebiet Fahlenscheid. Das ist quasi Bikepark OE im Winter. Jetzt kommt das Schild auch extra nochmal, da ist wieder Fahlenscheid. So, anstatt jetzt uns von Winterberg ziehen zu lassen, geradeaus, biegen wir jetzt mal rechts ab Richtung Fahlenscheid. Bei der nächsten Abbiegung gleich machen wir die Kamera wieder an. Jetzt ist es eigentlich nur dieser Landstraße folgen, bis wir euch gleich Bescheid sagen, wo man parkt. Nach ca. 3 km Landstraße, da seht ihr jetzt da vorne gleich das Schild Fahlenscheid wieder, wo es nach links geht. Links. Der ehemalige Hauptparkplatz, das ist der erste Parkplatz, der offizielle Wanderparkplatz hier im Fahlenscheid. Wenn es hier schon halb voll ist, bleibt direkt hier stehen und fahrt gar nicht rauf. Das ist der Insider-Tipp. So, nächster Insider-Tipp, wenn ihr dann hier steht, dann geht es hier geradeaus die Asphaltstraße und unten an dem ersten T-Stück rechts runter zum Lift. Braucht ihr gar nicht da hoch. So, wir gehen aber jetzt mal davon aus, wir fahren zur Skihütte. Wir kommen so ein bisschen langsam hier, weil hier kann auch immer schon mal eine Kuh rüberlaufen über die Straße, weil wir sind ja auf dem Land. Hier aufpassen, hier kreuzt schon der Floh. So, jetzt parken wir hier. Das ist der große Parkplatz. Ist der Parkplatz voll, ist hier rechts auch noch ein Parkplatz. Jetzt muss ich nur noch diese sehr stressige Einparksituation überstehen. Weiter geht's jetzt im Park mit den Bikes. Jawohl, nun habt ihr ja einen Parkplatz gefunden. So, und jetzt eine viel gestellte Frage hier im Park ist immer wieder, wo gibt es denn eigentlich die Karten für Lift? Die gibt es, wenn man den Lift verfolgt, unten, wo der Lift startet, am Lifthaus. Das ist dieses kleine Haus, was da ist. Geht mal mit. So, dann stellt ihr euch hier brav an. So. Wenn dann halt Hashtag Liftes an ist, dann sitzt da eine nette Person, die euch für etwas Geld dieses Liftbändchen gibt. Idealerweise habt ihr dann schon den AGB-Zettel ausgefüllt mitgebracht. Das spart in so einer Liftschlange extrem viel Zeit, wie wenn jeder noch den AGB-Zettel ausfüllen muss. Den gibt es online auf der Bikepark-Seite, die wir euch ja auch in der Beschreibung verlinken. Und jetzt kommen wir zu dem interessantesten Thema. Viele von euch haben vielleicht, wenn sie halt nur Winterberg kennen oder sowas, halt eine fast schon eine Schlepplift-Panik. Deswegen geben wir euch jetzt ein paar Tipps, sowohl hier beim Einstieg als auch beim Ausstieg. Was muss ich beachten in einem Schlepplift, um stressfrei Schlepplift zu fahren? Was sollte man nicht machen, zum Beispiel auf dem Vorderrad rollen, die Hinterradbremse ziehen, wenn es in die Ebene kommt? All das werden wir besprechen. Jetzt geht es aber erstmal um den Start, wo sich viele schon viel mehr Stress machen, als man eigentlich haben muss. So, ihr kommt jetzt hier an und jetzt geht's schon los. Stressfreies Schleppliftfahren fängt schon damit an, dass ihr euch in die richtige Warteposition stellt und vor allen Dingen kein Stress, Leute. Die Leute hier unten im Lifthaus, die helfen euch auch beim ersten Mal gerne, aber ihr braucht keinen Stress. Dieses Seil kann man 3-4 Meter rausziehen, ihr habt Zeit ohne Ende eigentlich, macht euch keinen Stress. Wichtig ist, viele stellen sich dann hier hin und müssen den Lift dann weit rüberziehen. Das macht es schwer und danach zieht der Lift einen auch direkt so rüber.
Also, gewöhnt euch an, bei welchem Schlepplift auch immer, dass ihr unter dem Seil steht. So, hier in Olpe ist das so, am Ende dieser Betonkante. So, wenn ich jetzt hier unter dem Seil stehe, brauche ich eigentlich nur noch warten, dass der Anker kommt. Nächster Tipp, greift nicht so weit unten, sondern weiter oben, dann könnt ihr ihn weiter nach hinten ziehen. Ihr werdet das jetzt bei mir sehen. Ihr braucht ihn jetzt eigentlich nur hinter euren Hinter machen, das war's schon. Nächster Expertentipp, sobald das Ding anzieht, macht ihr das rechte Bein runter und dann ist das auch noch am Lift dran. Okay. Direkt noch zwei Expertentipps, weil man hat ja auch gewisse Ängste in so einem Schlepplift. Der erste, dass der Carbonlenker kaputt geht, das kann man einfach verhindern, indem man sich mit der rechten Hand an der Stange festhält. Oder man macht sich hier einen Neoprenschutz drauf. Die nächste Angst, die viele im Schlepplift haben, ist dieses Wackeln vom Lenker. Und das ist wie beim Biken. Guckt dahin, wo ihr hin wollt, oben zum Gipfel und nicht vor euer Vorderrad, weil dann kommt das hier. Das nächste ist, es kommen ja Sektionen, die haben ein bisschen mehr Gefälle und welche, die sind wieder flach. Und da kommt kurz ein Geschwindigkeitsunterschied in den Lift rein. Wenn das ist, bremst auf gar keinen Fall, weil ihr könnt diesen Lift sowieso nicht bremsen, sondern lehnt euch nach vorne auf diese Stange. Die kann man wirklich gut festhalten und dann habt ihr das Problem nicht. Sollte der Lift einmal stehen bleiben, wir simulieren das jetzt mal, so. Dann ist dann meistens, weil wir dann ja bremsen und den Fuß runternehmen und stehen bleiben, kein Druck auf dem Seil. Expertentipp, sobald der Lift steht, lasst ihr euch wieder nach hinten rollen, bis ihr merkt, es ist wieder Spannung auf dem Seil. So, zack, wenn der Lift jetzt losfährt, habt ihr nicht diesen Effekt, sondern es fährt sofort weiter. Gleich sehen wir uns oben am Gipfel, wie das ist mit dem Ausstieg. Was kann man da falsch oder richtig machen? Stressfrei Lift fahren. So Leute, jetzt bin ich fast oben. Jetzt gibt es da oben beim Ausstieg ein bisschen was zu beachten. Erstens, dass ihr euch nicht wundert, warum ich so wackel. Der Lift läuft mit halber Geschwindigkeit. Das ist wirklich langsam. Normal läuft der schneller. Also keine Panik. Aber trotzdem, wenn ich hingucke, wo ich hin will, fährt das Rad auch dahin. Das zählt auch hier. Jetzt gibt es eine Sache, die ihr beachten solltet. Erstens, greift den Lift nicht so weit unten, sondern hier oben. Dann könnt ihr weiter ziehen. Der zweite Tipp, ihr fahrt oben am Ende leicht nach links und tretet einmal rein, weil dann fahrt ihr nicht unter dem Lift lang, genau das Gegenteil von unten beim Einhängen, sondern fahrt weg vom Lift und der Anker kann frei hinter dem Sattel weg. Ihr werdet das jetzt gleich bei mir sehen. Ich lasse mich sogar noch ein Stück ziehen. Schön ist es, wenn der Anker gegen diesen Hubbel kommt, weil dann werden die Seile nicht so beansprucht und die Mechanik nicht so beansprucht. Ich zeige euch das jetzt mal. Also weit oben greifen, dass man viel greifen kann. Ein bisschen nach links fahren, einmal reintreten. So stressfrei kann Schlepplift fahren sein. Viele haben Panik vor einer Sache, wo man echt keine Panik haben muss. Selbst jetzt mit halber Geschwindigkeit. Ich gucke den Berg hoch. Ich weiß genau, was ich tue. Ich bekomme keine Panik. Dann bleibt auch nichts hängen. Und man handelt logisch, indem man beim Einstieg unter die Liftbahn geht. Dann kommt der Anker wie automatisch, wie eben gezeigt, unter den Sattel. Beim Ausstieg genau das Gegenteil. Ich fahre bewusst zur Seite und dann brauche ich nur noch leicht den Anker lösen und sofort ist er quasi weg. Schön ist es dann, wenn man ihn dann sanft gegen diesen Hubbel kommen lässt, weil das freut den Liftbetreiber und auch uns als Bikepark hier immens, wenn die Dinger einfach länger halten, weil die gehen natürlich irgendwann mal kaputt. Zum Thema, jetzt bin ich im Bikepark OE und jetzt? So, ihr seid endlich angekommen. Ihr habt den Weg gefunden vom Kreisverkehr aus. Ihr habt einen Parkplatz gefunden. Ihr seid runter zum Lifthaus. Ihr habt ein Liftticket und ihr habt es geschafft, den Schlepplift hier hochzukommen. Jetzt steht ihr hier vor dem Streckennetz des Bikepark OE. Und jetzt eine ganz wichtige Sache, die ich hier kurz erklären kann, bevor ich erkläre, wo wir hier fahren und wie wir fahren. Wenn der Lift an ist, das ist mir eine ganz wichtige Sache, muss jeder, der hier fährt, eine Liftkarte kaufen. Auch die E-Biker. Jetzt sagen manche, ja, warum denn? Ich kann auch mit dem E-Bike hochfahren. Ja, wenn ihr aber mit dem E-Bike hochfahrt, dann kommen andere die Strecken runter. Hier sind sehr viele Gaps und sowas. Und ihr müsst öfter die Strecke kreuzen. Das ist einfach eine so hohe Betriebsgefahr,
dass der Bikepark entschieden hat, wenn der Lift an ist, muss jeder eine Liftkarte kaufen. Allein schon auch aus Fairnessgründen, weil die E-Biker machen ja die Strecken auch kaputt und nutzen dann halt auch alles hier in dem Park. So. Deswegen ist das einfach nur zur Erklärung, warum müssen E-Biker auch eine Liftkarte und nicht nur, sie müssen nicht nur eine Liftkarte kaufen, sie müssen auch mit dem Lift hochfahren. Es bringt euch also eigentlich gar nichts, mit dem E-Bike hinzukommen. Ihr habt keine Wahl, ihr dürft nicht alleine hochfahren. Das wird auch, werdet ihr auch angesprochen, wenn ihr das doch macht, weil es halt wirklich echt eine hohe Gefahr ist. Und es nützt auch nichts, der Satz, ja, ich habe doch hochgeguckt, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das hier schon erlebt habe. Ja, ich hatte doch hochgeguckt. Wenn da einer mit 60 Sachen kommt und vielleicht 8 Meter über einen Gap springt, das habt ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Ist auch nicht böser Wille. Das nur, warum jeder, wenn der Lift an ist, jeder mit dem Lift auch fährt. Zweite Sache, was mache ich denn jetzt, wenn der Lift aus ist? Der Bikepark OE ist in starker Kooperation mit dem TV Olpe entstanden. Das heißt, wenn du TV Olpe Mitglied bist, darfst du hier, auch wenn der Lift aus ist, zu Trainingszwecken immer fahren. Dann nur bitte, wenn du Gaps springen willst, bring einen zweiten, dritten Kumpel mit, die da die Wege sichern, weil wir haben hier offizielle Rad- und Wanderwege. Da kann man nicht einfach, wenn der Park aus ist, ein Gap springen. Wenn der Park an ist, werden extra Warnschilder und Gatter aufgestellt. Wenn der Park aus ist, halt nicht. Das heißt, die Wegesicherung müsst ihr dann untereinander machen. Wenn ihr also alleine seid, nicht die Gaps fahren. Was kann ich jetzt machen, wenn ich nicht TVO-Mitglied bin, sondern ich komme jetzt aus Köln-Delbrück oder was weiß ich woher und will einfach nur mal geil hier trainieren in dem Park und ohne Stress von Liftes an mit ganz vielen Leuten, sondern alleine, dann geht das auch. Und dann kann man sich, hier ist es auch hier erklärt, einen sogenannten Parkschein ziehen. Das geht ganz modern mit diesem QR-Code sogar vor Ort. Einmal ohne Motor, einmal mit E-Bike. Ist eigentlich selbsterklärend. Und dann könnt ihr euch so einen Parkschein ziehen. Es gibt auch Jahrestickets, das kommt jetzt alles. Infos dazu wieder auf der in der Beschreibung verlinkten Homepage vom Bikepark OE. Gleich kommen wir zum Streckennetz. Jetzt haben wir uns damit vertraut gemacht, habe ich ein Ticket, darf ich jetzt gerade überhaupt fahren, ist der Lift an, ist der Lift nicht aus, ich bin im Bikepark OE und jetzt kommen wir zum eigentlichen Streckennetz. Wir haben drei sogenannte Hauptstrecken, nenne ich die jetzt einfach mal, und das ist einmal halt die Rasenrennstrecke auf der anderen Seite und dann haben wir hier auf der Seite rechts die Downhill-Strecke und links die Freeride-Strecke, wohl die beliebteste Strecke. Zusätzlich haben wir neu, es ist noch nicht hier drauf, es wäre hier so irgendwo, den Flow. Der ist ja neu. Der Flow, den empfehle ich allen zum Warmfahren, zum Reinkommen, vor allen Dingen Leute, die eher seltener so Fahrrad fahren, halt nur am Wochenende dafür Zeit haben oder sowas, dann den Flow zum Warmfahren. Dann haben wir hier in diesen Strecken, ihr seht es schön, die sind da auch hier auch beschriftet, DH, FR, Rasenrennen. Rote, blaue Elemente, aber auch schwarze Elemente drin. Vor allen Dingen sind wir berühmt für unsere ganzen Gaps. Wir haben zweistellige Anzahl an Gaps in diesem Park von 2 Meter bis unten 7 Meter. So, was man wirklich schon mit über 40 Sachen fahren muss. Leute, wenn ihr noch nie hier wart, guckt euch entweder erstmal ganz viele Videos an, weil dafür seid ihr ja jetzt hier auch gerade da. Noch besser, guckt, dass ihr mit jemandem fahrt, der schon mal hier wart. Wenn das alles nicht funktioniert, weil ihr alleine seid, weil ihr keine Freunde habt, weil keiner mit euch Fahrrad fahren will, dann könnt ihr auch bei Free and Ride natürlich eine Guide-Stunde buchen. Da nehme ich nur 30 Euro vor. Ich fahre dann aber wirklich nur vor euch her. Egal, ob ihr die Chicken Ways fahren wollt, die gibt es nämlich hier auf allen Strecken. Das wissen viele gar nicht. Man muss hier gar nicht springen. Man kann überall alles umfahren. Oder ob ihr halt gewisse Sprünge, gewisse Lines einfach wissen wollt, wo die sind, dann helfe ich euch da natürlich auch gerne bei. Aber definitiv, der beste Weg ist immer die Locals fragen, die hier vor Ort sind. Es hilft euch immer einer. Wir sind ja eigentlich keine so unnette Community. Wichtig ist mir, dass ihr eine Sache nicht macht, einfach drauf losfahren. Wenn ihr noch nie hier wart und keinen habt, der mit euch fahrt, mein Top-Tipp, ähnlich wie beim Rennen auch, lasst das Bike erstmal im Auto, geht in den Park. Wir haben nur 100 Höhenmeter in diesem Park. Kommt am besten eine Stunde, bevor der Lift an ist und guckt euch den Park in Ruhe an. Die ganzen Sprünge Gaps. Das sieht auf der GoPro alles immer so aus, aber wir haben tatsächlich auch so Sprünge hier in dem Park, auch wenn es keiner glauben mag. Aber guckt es euch einfach vorher an, das hilft immens. Vor allem, wenn man von unten nach oben abgeht, kann man auch die Linien viel besser sehen, wie wenn man von oben halt runter guckt, weil da braucht ja nur ein kleiner Drop sein, dann sieht man die Linie ja gar nicht mehr. Von daher gesehen, das mein Profi-Tipp auf alle Fälle, vorher angucken. Und natürlich am besten mit einem Buddy fahren. So, das war's jetzt.
So, das war jetzt natürlich nur simuliert, aber sollte euch sowas passieren im Bikepark, dann habt ihr überall im Bikepark hier solche Punkte. Wenn ihr selber nicht mehr in der Lage seid, den Rettungsdienst zu rufen, dann sagt bitte anderen, dass sie das tun sollen und dann den Rettungspunkt mitsagen, damit der RTW direkt weiß, welchen Weg er hier fahren muss. Ganz cool wäre dann auch, gehört eigentlich zu den Bikeparkregeln, die jeder wissen sollte, 2-3 Leute fahren zur Straße und weisen den am besten sogar noch ein, den Rettungswagen, damit der auf gar keinen Fall, weil wir haben jetzt 2 Hauptstraßen, eine obere und eine untere, damit der Rettungswagen einfach weiß, wo er hin soll. Dafür sind halt diese Punkte, die sind bei der Rettungsleitzentrale hinterlegt und dann wissen die direkt, wir müssen da hinfahren. Na, dann gibt es da gar kein Vertun. Natürlich ist die Oldschool-Variante mit einem Hinstellen, der den Rettungswagen einweist, immer noch am besten. Unfallstelle natürlich sofort sichern, am besten das eigene Fahrrad quer reinlegen, dass nicht noch einer drüber fährt über den Gestürzten und wenn möglich den Gestürzten sofort aus der Strecke entfernen zur Seite, damit nichts mehr passieren kann. Okay, das noch ein kleiner Sicherheitstipp obendrauf, der eigentlich für alle into sein sollte. Ne? Also sollte eigentlich drin sein. Okay.